Wir hören aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern vor seiner Verhaftung. Dieses Abschiedsessen Jesu mit seinen engsten Vertrauten ist der Ursprung der Eucharistiefeier. Jesus deutet bei seinem letzten Mahl die Gaben Brot und Wein. Durch seinen Tod, also durch sein Blut, verheißt Jesus seinen Jüngern einen neuen Bund mit Gott. Sein Tod wird nicht sinnlos sein. Er trägt seinen Jüngern auf, in Zukunft dieses Mahl wie er zu feiern. Dieses Gedächtnis begehen wir Christen in jeder Eucharistiefeier. Während des Gottesdienstes spielt zum letzten Mal bis Ostern die Orgel und es läuten zum letzten Mal die Glocken. Der Schmuck vom Altar wird entfernt. Jesus, du willst bei uns sein. In Brot und Wein hast du dich uns geschenkt. Wir danken dir für deine Liebe. Hilf uns, solche Menschen zu werden, die Gutes tun und einander dienen. Stärke uns in der Liebe und sei bei uns alle Tage unseres Lebens. Amen. Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet.